Hey ho Freunde, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Tut mir leid, aber der Durchgang ist gesperrt. Halt die Klappe, ich bin kein Zivilist, ich bin der Kommandant. Brandgardisten. Wenn ich nur die mache, passiert halt nicht viel. Genau, so. Gibt für einen Bonus oder noch, okay. Ja, wir schon mal. Hier war die Bar. Sind die anderen drei Gardisten irgendwo draußen? Boah, ganz schön hell, ja? Ich erwarte eine bis auf den Atemzug abgeschnitten. Sag mal, dieses große. Ah, da stehen schon mal welche. Das ist sie. Hey, merkst du nicht, dass du störst? Das ist unser Kommandant. Hä? Puh, bitte um Verzeihung! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Oh Mann. Parrot! Komm mal hier runter. Sagt mal, ist das da Barrett? Das sieht aus, ey. Du da! Was denn? Ich bin doch nur ein Matrose in Uniform. Nichts Ungewöhnliches. Ach, ihr seid das. Erschreckt mich doch nicht so. Hey, Barrett. Ahoi. Lacht nicht, etwas anderes habe ich nicht gefasst. Macht doch nur Spaß. Ich habe einen Weg zum Hafen gefunden. Und bei euch hat wohl auch alles geklappt. Ja, läuft besser als gedacht. Fehlt nur noch die Auszeichnung. Gar nicht mal schlecht. Dann wünsch uns Glück. Wird schon schief gehen, hä? Nun ist also der Spross des Tibets an der Spitze des Konzerns. Stoß mir nach unserem Sieg zusammen an! Zum Wohl! Hier aus Midgar! Ich zähle auf! Sir, jetzt die anderen willkommen hin. Zurück. Ja, willkommen zurück! Auf einen fairen Wettkampf um die Ehrenauszeichnung. Herr Kommandant, haben Sie Ihre Vorbereitungen für die Parade schon abgeschlossen? Wir sind stets bereit! Aufgebot in Empfang genommen wurde. Zur Stunde begibt er sich nach Nordjunon, wo er der Parade beiwohnen wird. Die Uniform steht euch gut. Woher wusstest du, dass wir es sind? Durch euren Geruch. Deine Nase ist wirklich beeindruckend, Red. Sie ist beinahe wieder ganz die alte, seit wir Midgar und das Marco hinter uns gelassen haben. Auch diesem Ort möchte ich schnell den Rücken kehren.
So, es soll aber noch ein Riesenplakat geben. Wo ist der nächste Stempel? Zum Amtsantritt des Direktors ist alles zum halben Preis. Da gerät man echt in Versuchung. Die Waffen aus Junon sind erste Sahne. Junon ist ein Paradies. Was denn? Du willst uns doch nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen? Alter, guck dir seinen Helm an! Kommandant, ich bin untröstlich! Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Verstanden! So, dann haben wir die noch. Kompanie, salutiert! Entschuldigen Sie, wir sind von JSN. Die Mitarbeiterin dort soll als Fibrinchen bekannt sein. Ach nö, dafür sind wir doch nicht extra bekannt. Diese Kleidung aus Junon soll der letzte Schrei sein. Novas Glas ist wirklich gut. Okay, so kann ich es auch erstmal lassen. Stoßen wir nach unserem Sieg zusammen an. Du musst zum Wohl! Drücken. An so einem Ort zeigt sich der Charakter einer Mission. Was? Parfüm mit Materia-Essenz? Nach was das wohl riecht. Ich würde mich eher fragen, ob das Zeug auch gesundheitsschädlich wäre oder nicht. Kaserne? Was sind das für eine Truppe? Schau mal, da sind ganz... Entschuldigung, hätten Sie vielleicht... Und jetzt einmal ganz laut. Wer, ich? Genau Sie. Sind Sie heute hier? Ich beschäftige mich hier, obwohl ich mich natürlich auch nicht entgehen lassen will. Das mal. So, es hieß doch noch, einer guckt sich Poster an. Ah, da drüben. Und? Oh, das nenne ich Timing. Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Einfach draufdrücken. Vielen Dank. Wahnsinn! An dem Foto stimmt einfach alles. Das rahme ich mir ein. Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Jawohl! So, da haben wir ja alle. Company halt. Es gibt sogar eine Trophäe dafür. So. So, ich würde mal speichern, denn ich werde es sehr wahrscheinlich verkacken. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich da alles auf Anhieb kriege. Kleinen Moment noch, bin gleich fertig. Die 7. Infanterie Midgars meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Nein, wir haben sogar alle gefunden. In Kürze. Ich hoffe, du bist bereit.
möchte noch etwas üben. Na dann, auf geht's! Sir! Bereit? Dann leg mal los! Oh, nicht echt. Aber beim nächsten Mal. Okay. Das ist die gesamte Kompanie, Kommandant. Kann ich mir die Dinger mal angucken? Ruhe, Aimgabefehle, bababa, ja, okay. Nochmal speichern. Ich werde es verkacken. Aber dafür speichere ich ja nochmal, damit ich das nochmal alles üben kann. Einmal normal weiter und dann. Alles erledigt? Jo. Heute hier. Und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb... Dürfen wir Midgar, dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen. Scheitern kommt nicht in Frage. Und das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf. Und seid guten Mutes. Nicht wahr, Sir? Ja. Sag doch noch was. Vertraut mir. Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm die Ehrenauszeichnung. Das ist heute unser erklärtes Ziel. Jawohl! Na, geht doch. Niemand kann uns schlagen. Jawohl! Holen wir uns den Sieg. Jawohl! Kommandant, es wird Zeit. Auf nach Nord-Junon. Sicher. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber Sir... Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit. Oh Mann.
Wow. Der Wahnsinn. Ja. Hier entlang. Große Parade. Hallo, wir befinden uns hier in Nord-Junon. Schauen Sie nur, begeisterte Gesichter, einfach überall. Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Und hier kommt die Motorradstaffel. Atemberaubend, Perfektion auf zwei Rädern. Und nun, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Shinras frischgebackener Direktor. Die Menge tobt. Nanu? Was passiert jetzt? Oh Mann. Das Problem ist, der trifft. Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Das war unglaublich. Aber das kann doch nicht sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone. Zum Glück haben sie noch aufs Wasser gezielt. Wir befinden uns immer noch in Nord-Junon. Hier startet gleich die letzte Kompanie. Begrüßen Sie mit mir die 7. Infanterie Midgars. Der Kommandant der Kompanie wirkte sehr überzeugt. Sie wollen die Ehrenauszeichnung des Direktors. Für alle, die gerade in Midgard zuschauen. Und nun erwarten wir ganz gespannt Ihre Darbietung. Ich erstmal. Richten Sie Ihre Augen auf die 7. Infanterie Midgars. Links! Um! Formation! Bravo! Sieht doch ganz passabel aus. Welch leichtfüßige Bewegungen. Sie machen auffällig viele Fehler. Letzte Darbietung. Los! Mir fehlt es ein wenig an Geschmeidigkeit. Das ist unfassbar schlecht. Da ist noch Luft nach oben. Einwandfrei aufeinander abgestimmt. Ich traue mich kaum zu blinzeln. Also die erste Darbietung. Die erste Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Eine solche Leistung ist kaum zu übertreffen. Das Publikum ist einfach hingerissen von diesem Maß an Perfektion. Wir sind gespannt, was Sie für die nächste Runde bereithalten. Oh Mann. Kompanie! Halt! Erste Darbietung! Los! Ich sehe da einiges an Potenzial. Ganz und gar fantastisch! Formation! Schieber! Sie machen sich nicht schlecht, aber das geht noch besser. Die Kommandos sitzen letzte perfekt. Darbietung! Los! Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe.
Eine solche Darbietung habe ich auch noch nie gesehen. Knackig und zackig. Mist. So soll's sein. Hui. Sie sahen soeben die zweite Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Sehr gut für uns. Einfach grandios. Eine derart formvollendete Darbietung sieht man nicht alle Tage. Ich denke, wenn jemand diese Auszeichnung verdient hat, dann ist es diese Kompanie. Oh mein. Links! Um! Formation! Bahamut! Das sieht gut aus. Ich kann wirklich keine Fehler entdecken. Die Kommandos sitzen perfekt. Knackig und zackig. So soll's sein. Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Kompanie! Halt! Ganz und gar fantastisch! Formationswechsel! Welch leichtfüßige Bewegungen! Letzte Darbietung! Los! Oh mein... Die Truppe wirkt sehr ausgeglichen. Eine solche Darbietung habe ich auch noch nie gesehen. Einwandfrei aufeinander abgestimmt. An und für sich nicht schwer. Leider ein schlechter dabei, Mist. Aber es gibt halt Boni. Und damit haben wir alle Darbietungen des heutigen Tages gesehen. Ich glaube, ich probiere dann halt mit Privat und mal wirklich. Nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Komplett. Ohne, wie sieht es aus? Ohne Fehler durchzukriegen, weil sie nicht schaffen werde, aber naja. Ganz Junon ist aus dem Häuschen. Das Publikum lässt die 7. Infanterie Midgars hochleben. An diese einmalige Darbietung wird man sich hier bei Shinra noch sehr lange erinnern. Und nun kommen wir zur Verleihung der Ehrenauszeichnung. Was sagt der Direktor? Bleiben Sie dran! Nein, kein Problem. Sie haben uns nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarzkutten. Verstanden, Sir. Die Pause ist um. Ihr verfolgt die Schwarzkutten. Es war diese Parade ein voller Erfolg. Man hat förmlich gespürt, dass euer Herz für Shinra brennt. Davon konnte sich unser neuer Direktor überzeugen. Ich freue mich, die Sieger hier zu uns aufs Podest zu holen. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an... Die 7. Infanterie Midgars. Frag mich ja, was passiert wäre, wenn wir komplett verkackt hätten. Großartige Leistung. Nach einem kräftigen Handschlag begibt sich die Oberkommandantin in Richtung Podest.
Die begehrte Auszeichnung wird von jemand gehört als schwarzer Heiliger übergeben. Auf den Lippen der Oberkommandanten zeigt sich ein Lächeln. Kein Wunder bei diesem Beifall. Ganz schön bebt. Der Applaus soll einfach kein Ende nehmen. Es folgt die Ehrenauszeichnung des Direktors. Ich übergebe das Wort. Bitte, Sir. Die Firma verdankt meinem Vater viel. Er war es, der Shinra von einem einfachen Waffenhersteller zum Weltkonzern hat aufsteigen lassen. Ohne ihn hätten wir niemals so sehr von Marco profitieren können. Wir alle verdanken ihm viel. Gedenken wir seiner daher zuerst. Die Welt verfolgt gespannt das heutige Geschehen. Sicher fragen sich einige, ob denn so ein Jungspund wie ich wohl einen geeigneten Nachfolger abgibt. Doch, ich schwöre bei meiner Ehre, Shinras Glanz ist gemacht für die Ewigkeit. Wir stehen heute vor vielen großen Herausforderungen. Die Welt ist im Umbruch. Mutig schreiten wir voran und schließen damit endgültig mit der Vergangenheit ab. Den ersten Schritt tun wir heute. Nur ich kenne den Weg. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Denn ich führe euch ins verheißene Land. Für dieses Ziel bin ich bereit, alles zu geben. Ich bin mit Leib und Seele Shinra verschrieben. Und ihr ebenso. Ich weiß, ihr seid bereit für eine neue Weltordnung. Kommen wir zur Ehrenauszeichnung. Sie geht an die 7. Infanterie Midgars. Das komische Schwert jetzt her. Als Vertreter eurer ganzen Kompanie bitte ich euch drei nach oben. Das ist ein Befehl. Eure Darbietung hatte etwas wirklich Außergewöhnliches an sich. Die Ehrenauszeichnung geht verdient an die 7. Infanterie Midgars. Glückwunsch! Und da stehen sie nun. Mit Stolz verdienen sie die Worte des Kommandanten. Sicher sind sie in Gedanken bei ihren tapferen Kameraden. Nehmen sie gemeinsam diesen Sieg. Ich möchte etwas mit den dreien besprechen. Beende die Übertragung. Sir! Los! Bewegt euch gefälligst! Dass sie durchlaufen haben und dass es sich am Ende ausgezahlt hat? Oh. Was ist denn jetzt los? Sorry, ich muss hier mal durch. Oh mein. Warte. Dort. Oh. Yuffie. Hey, hey. Was wird das denn? Bei einem festlichen Anlass wie diesem braucht es doch keinen Helm, oder? Cloud Strife.
Ich muss sagen, großartiger Auftritt. Aber das war ja zu erwarten. Ihr seid doch... Zurück! Jetzt aber erkennt Sir, er sie erst, das... echte. Cloud Strife. Ich habe in deinen Akten gestöbert. Ziemlich interessanten Lebenslauf hast du. Gefällt mir. Deswegen schlage ich dir hiermit einen Handel vor. Für mich hat der Wiederaufbau Midgars oberste Priorität. Wenn die Bevölkerung noch weiter leiden müsste, wäre das ein allzu großer Gesichtsverlust für Shinra. Um mich ganz darauf konzentrieren zu können, möchte ich mich aller anderen lästigen Pflichten weitgehend entledigen. Im Klartext? Mein Vater hat mir eine Vielzahl an Aufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Wiederbeschaffung einer gewissen Zetra. Die Bergung verschwundenen Forschungsmaterials. Sowie Avalanche endlich das Handwerk zu legen. Ich kann gar nicht sagen, wie lästig mir all das ist. Ich möchte mich nicht damit befassen müssen. Aber ich kann alles auf einmal erledigen. Heißt das, dass ihr uns nicht mehr verfolgen werdet? Genau. Die Wut der aufgebrachten Bürger lässt sich allerdings nicht bändigen. Haltet euch daher lieber von Midgar fern. Werde ich nicht mehr gebraucht? Bei Shinra weht ein neuer Wind. Und was willst du? Sag schon. Dass ihr Sephiroth erledigt. Shinra hat dieses unsägliche Monster einst erschaffen. Es muss verschwinden. Aber es fehlt uns an Personal, um diese Kreatur endlich auszulöschen. Also, was sagt ihr? Einverstanden. Habt ihr bereits eine Spur? Wir folgen den Schwarzkutten. Ein guter Plan. Diese Schwarzkutten, sind sie... Sagen wir, sie sind Schatten von Sephiroth. Deswegen wollen sie auch alle zu ihm zurückkehren. Sagt jedenfalls Professor Hojo. Ja. Hier geht's nach oben. Genau. Oh, wir sollen den Attentat auf Rufus erledigen. Das dürfen wir sogar jetzt als Yuffie machen. Sehr schön, aber wir dürfen leider nur noch speichern. So, Freunde, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Final Fantasy VII Rebirth hier auf meinem Kanal. Denn dann geht's endlich weiter. Und ich hoffe, ihr seid natürlich wieder dabei. Lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare. Ansonsten empfehlt mich auch gerne weiter. Und wie immer, ciao, ciao, bis dahin.